Hallo ihr Lieben, Food Hall Zeit. Wieder spiegelverkehrt für euch, aber es hat jetzt wirklich nur eine gestört und dann dachte ich mir, ja gut, dann freut es mich, weil es viel weniger Arbeit für mich ist, wenn ich mit dem Handy filme und durch das Bearbeitungsprogramm von dem Handy kann ich direkt alles am Handy machen und das ist halt für mich einfacher, wenn ich nicht immer an den Laptop muss. Natürlich werden immer noch andere Videos und sonstige Videos auch andere. Vielleicht auch wieder die Fotos wieder normal kommen, aber gerade wenn es so schnell ist und wenn Ferienzeit ist, ist das halt echt eine praktische Lösung. Und fand ich voll cool, dass voll viele gesagt haben, kein Problem. Ist halt von der Denkweise für euch alles spiegelverkehrt, weil normalerweise, glaube ich, seht ihr das andersrum. Auch meine Küche so ein bisschen andersrum, oder? Ich weiß gar nicht, vielleicht kann ich ja sogar einstellen, dass sich das einmal umspiegelt. Muss ich mal gucken. Weil das müsste ja auch möglich sein im Schnittprogramm. Ich gucke. Auf jeden Fall war ich beim Kaufland einkaufen. Ohne Witz, es war die Hölle los. Ich habe mich gefragt, wo die Leute alle herkommen, aber schlechtes Wetter. Dann war Mittwoch Feiertag bei uns. Die Kassiererin hat zu mir gesagt, sei froh, dass du nicht gestern da warst. Da war es noch viel, viel schlimmer, aber heute war es schon so viel los. Ja, die Leute, die wissen halt auch nicht, was sie machen sollen. Ne? Und dann gehen sie halt einfach so beim Kaufland, gibt es halt richtig tolle Angebote. Deswegen geht man natürlich zum Kaufland. Ich weiß, ich will woanders einkaufen, aber Kaufland schlägt halt immer wieder mit seinen Angeboten. Hier habe ich eine große Wursttüte mitgenommen. Einmal Wurstsalat. Ja, der war voll günstig. Ich habe da jetzt 200 Gramm für 1,34 Euro. Der sah so, soll ich mal euch zeigen. Der sieht so lecker aus. Ich habe eine Tüte da reingemacht. Ne? Und dann habe ich halt noch einmal Wienerle, weil die sind auch im Angebot für 99 Cent. Aufschnitt. Das riecht da immer so herrlich. Dann habe ich da mal gleich raus. Hier, oh, voilà. Das ist schon ein bisschen eingedätschelt hier. Ja, schaut. Bin mal gespannt, wie das schmeckt. Also ich fand es jetzt echt nicht teuer. Aber ich glaube, der war 50%. Habe ich noch nie in der Wursttheke gekauft. Vielleicht hier jetzt langsam ein richtiger Wursttheken-Profi. Auf jeden Fall, wie dieses ganze Ding habe ich gezahlt. 7,36 Euro. Man darf 12 Packungen mitnehmen. Gell? 1,29 ist im Angebot. Ich wollte es nicht übertreiben, aber wisst ihr noch, genau vor einem Jahr hat diese Flasche 5, 6 Euro gekostet. Und das war pure Gold. Und jetzt im Angebot für 1,29. Und man darf sogar 12 Stück mitnehmen. Es gab eine Zeit lang, da durfte man nur ein einziges mitnehmen. Hat die Lisa 12 Stück mitgenommen? Übertreibt nicht. Ich bin Schnäppchenjäger, aber ganz so viel auch nicht. 3, 4, 5, Spaß. Ja, also, aber wir haben eine Fritteuse und, also wir haben keine Fritteuse, eigentlich machen wir das Fett eben, wir haben keine Fritteuse. Wir machen das voll klassisch wie früher, kippen Öl in den Topf rein und damit machen wir, frittieren wir unsere Pommes. Ja, ich weiß, ganz viele sagen von euch, ich soll mir endlich eine Heißluftfritteuse kaufen. Wir hatten eine, waren wahrscheinlich zu dumm, um die zu bedienen und irgendwie waren die Pommes dann nicht so knackig und die haben genauso geschmeckt wie aus dem Ofen, aus dem Backofen. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, da brauche ich keine Heißluftfritteuse. Hier noch mehr Krumms und Dings rumstehen haben, wenn die das gleiche macht. Aber übrigens gibt es auch gerade eine im Kaufland im Angebot. Mit Kaufland Card 59,99. Ich habe schon ein bisschen überlegt, ob ich die holen soll. Aber ich habe eine geholt, dann habe ich sie verkauft. Auf eBay Kleinanzeigen, jetzt hole ich mir wieder eine. Also wie blöd bist du denn eigentlich? Ja? Aber irgendwie bitzelt mich das schon so ein bisschen. Vor allem auf Instagram, da bin ich auch aktiv. Ich hoffe, ihr seid da auch alle. Lisa Schnapper ist genauso wie hier. Bin ich immer aktiv in der Story, mache immer lustige Reels und unterhalte euch immer und zeige immer, wo die tollen Schnäppchen sind. Auf jeden Fall da ist das gerade total gehypt, diese Heißluftfritteuse. Deswegen bin ich da jetzt irgendwie wieder hingekommen. Nein. Pringles, die sind im Angebot für 1,49. Dann bin ich beim Essig vorbeigelaufen und dachte mir, oh ja, stimmt, wir haben ja kein Balsamico-Essig mehr, deswegen habe ich einen mir gegönnt für 1,69, ohne dass er im Angebot war. Und oh, nix, regulärer Preis. Ich würde was Reguläres kaufen. Ne? Genauso wie die Peperoncini, ich hoffe, die sind richtig jetzt, sind extra mild. Keine Ahnung, weil die normalen Peperoni, was eben mein Mann immer isst, die gab es nicht mehr. Keine Ahnung, die gab es letztes Mal schon nicht, diesmal wieder nicht. Und deswegen habe ich die mit. Das ist ein kleineres Glas, kostet 1,79, aber andere gab es nicht. Oh, da habe ich so Bock drauf. Da bin ich auch vorbeigelaufen. Das habe ich gar nicht auf dem Einkaufsset stehen gehabt. Aber war im Angebot für 1,49 und dachte mir, boah, Reis, so Hähnchenfleisch anbraten und dann süß-sauer. Oh, voll Bock drauf. Ich will
Die von Onkel Ben, die Süß-Sauersoße, richtig lecker. Aber nächste Woche gehe ich sogar zum Chinesen essen. Also eigentlich freue ich das jetzt erstmal nicht machen. Freue mich schon. Und heute Abend gehe ich mit den anderen Mädels essen. Ja, ich habe endlich mal wieder geschafft. Vor allem habe ich das organisiert. Weil normalerweise bin ich nicht die, das organisiert, sondern ich warte immer, bis sich jemand mal meldet. Aber diesmal hat sich einfach keiner gemeldet. Die denken sich halt auch irgendwann, ja, Lisa, meld du dich halt mal. Deswegen habe ich das alles organisiert. Heute und nächste Woche auch. Also jetzt bin ich wieder beim Essen. Aber ja, ich freue mich auch voll, mal wieder mit Menschen zu reden, ne? Ja, ich weiß, hier können wir auch reden, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. So, dann Mittagessen habe ich ewig hier überlegt, was wir, keine Ahnung, dachte ich mir, wenn wir gar nichts finden, Notfalllösung von Dr. Oetker, ist nämlich gerade alles 30% reduziert in der Tiefkühlabteilung. Da hatte ich mir nämlich mal die Ofenfrische mit. Und da habe ich die auch mitgenommen, weil ich den Unterschied zwischen Ofenfrische und der hier wissen wollte. Ich habe es nicht verstanden. Ja, ich glaube, die ist knuspriger oder so. Die sieht vom Teig knuspriger aus und die ist halt fluffiger oder keine Ahnung. Ich dachte, komm, probier mal aus. 2,30 Euro im Übrigen, nachdem die 30% abgezogen werden. Und dann habe ich noch eine Speziale mitgenommen, ja. Das muss man schon sagen. Also wenn wir drei machen, wird es langsam knappi, ne? Also 5-Personen-Haushalt, wo davon eigentlich ein Baby mit 2 ist. Aber hier wird immer mehr gefuttert. Ja, also bald können wir 4 kaufen. Das vielleicht, wenn wir sowas essen. Essen wir ja sonst nie. Wir essen nie was sowas Ungesundes. Spaß. Fleischwurst für 2,89. Die waren im Angebot für 1,49. Essen die Kinder voll gerne. Außer die Amelie, die darf das ja nicht, weil die eine Eiallergie hat. Ich glaube, das ist ja, besteht ja fast nur aus Ei, oder? Schaumkuss, das ist doch Eiweiß aufgeschlagen, oder? Oder ist das irgendwas anderes? Oh, ist ein bisschen die ganze Zeit schon komische. Wie als ob ich Sport gemacht hätte. Habe ich aber nicht. Muskelkater hier. Oder habe ich Sport gemacht und weiß davon noch nichts? Karotten. Da haben es Kilo 1,79. Und ein kleines Brötchen habe ich mit, weil wir noch so ein bisschen. Oh Gott, immer diese Adventskalender-Gewinnspiele hier. Brötchen. 99 Cent. Milchschnitte waren im Angebot für 1,99. Ja, immer wenn Kinderpinguin, Milchschnitte oder Kinder Maxikin im Angebot sind, nehme ich es eigentlich immer grundsätzlich mit. Grüße, Imi, sag, die nerven mich. Ich muss alle Gruppen stillschalten, weil sonst geht es mir echt auf. Ist es bei euch auch so, dass ihr ganz viele WhatsApp-Gruppen auf Stumm habt? Also ich habe, glaube ich, mehr als die Hälfte auf Stumm. Möchte ja nicht austreten, weil ab und zu möchte ich schon eine wertvolle Information, aber im Endeffekt nervt das mich die ganze Zeit, wenn das so die ganze Zeit aufploppt. Rustikidi für 1,29 war auch im Angebot. 1,11 Euro, die waren im Angebot. Am Dienstag war ich erst einkaufen, oder? Montag, Dienstag waren die noch für 1,69. Aber Kaufland hat ja immer Donnerstag die neue Angebotswoche. Also das ist jetzt, gilt alles bis Mittwoch. Und Montag, Dienstag, Mittwoch kommen nochmal neue Angebote dazu. Sind richtig coole Angebote dabei. Warte mal. Können wir ja gleich mal durchgehen, damit ihr gleich mal Bescheid wisst. Und gleich mal wisst, wenn ihr Montag erst geht und das Video erst am Montag anschaut. Curry King, ne? Curry King ist super. Was habe ich noch gesehen, was ich kaufen will? Chicken Nuggets finde ich gut für 1,99. Und die luftgetrocknete Salami da für 1,69. Und Fruchtzwerge für 1,49 ist auch super. Ja, so ein paar Sachen sind da mir auf jeden Fall aufgefallen. Boah, diese Vertas Original kenne ich noch von früher. Die waren auch geil. Gab es immer bei Oma und Opa. Wäre auch so eine coole Kindheitserinnerung. Ja, also da habe ich auch noch ein paar Sachen, die ich dann am Montag da habe. Das ist die Heißluftfritteuse. Seht ihr jetzt einfach spiegelverkehrt, müsst ihr keine Preise lesen hier. Genau. 3,65 Euro, glaube ich, für Leberkäse. Mein Mann isst den ganz gerne. Wir essen ganz gerne so luftgetrocknete Würstchen, wisst ihr ja. 1,99 jeweils. Es gab keine Sahne mehr, deswegen musste ich zur haltbaren Sahne greifen. Macht nichts, geht ja genauso. Für, ich backe nämlich einen Kuchen, den kann ich gleich auf die Seite, dann muss ich jetzt einmal gleich packen. Für, könnte ich aber morgen auch backen, der ist ja frisch, gell? Ich glaube, ich mache den Teig heute und dann morgen die Füllung. Der Kuchen hat gekostet, die Sahne hat gekostet 99 Cent, der Kuchen. Almi-Joghurt hat gekostet 33 Cent, also auch der normale Joghurt, aber ich habe einfach 2 Quetschis mitgenommen, weil wir, ich glaube, auch reichlich Joghurt da haben. Mars Snickers für 1,44.
kommt natürlich dann auch gleich mit. Und Knoppers. Da habe ich ewig überlegt, ob ich die mitnehmen soll. Weil eigentlich gibt es eine riesen Drecklerei, wenn man Knoppers isst. Aber schmecken tut Knoppers schon gut. Aber kennt ihr das, wenn man Knoppers isst, dann ist alles voller Brösel? Ja, 1,49 sind im Angebot. So, danke. Oh Gott, was ist denn da? Steine oder was? Dann haben wir hier noch ein paar Eier für 1,99. Das brauche ich auch für den Kuchen. Ich mache nämlich einen Bienenstich glutenfrei. Genau. Paradiescreme für 99 Cent. Dann habe ich hier einfach nur zwei Äpfel, weil ich glaube, wir noch Äpfel haben. Wir haben nicht so viele Äpfel gegessen. Achso, da kostet das Kilo 2,99. Ayran, weil ich irgendwie gedacht habe, mein Mann trinkt ab und zu ganz gern Ayran. Nehme ich mal ein Ayran mit für 39 Cent. Eine Gurke für 69 Cent. Butter war im Angebot von Weinstephaner für 1,39 und dann stand dran, aber nur 5 Stück mitnehmen. Und irgendwie dieses aber nur 5 Stück mitnehmen hat dazu geführt, dass ich 3 mitgenommen habe, weil ich dachte mir, okay, ist was Besonderes, dass das im Angebot ist. Keine Ahnung. Aber ich dachte mir, ich backe ja auch noch einen Kuchen und sowas. Eigentlich habe ich nur eine gebraucht. Aber man darf nur bis zu 5 mitnehmen, also muss Lisa gleich mehr mitnehmen. Auch eine komische Verkaufsstrategie von den Läden, oder? Oder meine Denkweise ist komisch. Babybells, wenn du die Kauflandkarte hast, kosten sie nur 1,99 nur. So ein bisschen Käse, gell? Aber werden die ab und zu auch gegessen. Und das habe ich so Bock drauf, gell? Bunte Eier. Naja, jetzt kommt Weihnachten und Lisa hat Bock auf bunte Eier. Die haben mich voll angelegt für 1,49. Das habe ich schon mal mitgenommen. Ja, wir haben essen in letzter Zeit eh schon wieder mehr Eier. Also wir machen Spiegelei viel und so auch Ei. Ja, voll Bock auf Eier. 1,11 € für Zucker. Dann habe ich Mini-Gurken mitgenommen. Am Montag haben sie noch 1,99 gekostet, heute 2,99. Aber Familienmitglieder stehen auf kleine Gurken. Die Amelie ist da wirklich eine, die hat letztens, glaube ich, 3 solche kleinen Gurken einfach weggegessen. Richtig ratzfatz, also ein Bäuerchen gemacht. Die schmecken halt süßlicher. 79 Cent, das war im Angebot, dieses Leimer-Semmelbröselöl. Das kann man ja auch mal mitnehmen. Ah. Wo ist der Papa? Achso. Dann habe ich hier nochmal einen Zucker. Aber ich habe schon einen. Ja, genau. Der war für 1,11 €. Früher hat mein Zucker 79 Cent gekostet, nur zur Erinnerung. Und jetzt kaufe ich für 1,11 € den im Angebot, weil regulär kostet er 1,49 €. Und wir haben aber jetzt bald Backsaison. Plätzle backen. Wann fangt ihr an? Jetzt könnt ihr langsam anfangen, oder? Halloween ist erledigt. Jetzt können wir dann in den Weihnachten starten. In den Weihnachten. In das Weihnachten. In die Weihnachtssaison. Milchrahmkäse für 1,49 € war im Angebot. Wenn Streukäse im Angebot ist, nehme ich grundsätzlich immer Streukäse mit, weil der wird bei uns auch immer verwendet. Also letzte Woche haben wir noch Raclette, diese Woche haben wir Raclette gemacht. Dann mache ich meinen Kuchen mit Maismehl, weil meine Oma eine Glutenallergie hat oder wie man das nennt. Darf halt kein Gluten essen. Genau, deswegen wird der Bienenstich mit Maismehl gemacht. Und nicht Weizenmehl. Rostbratwurst, die sind im Angebot für 2,99 €. Dann habe ich noch Hackfleisch mitgenommen, dachte mir, kann man halt noch mal was draus zaubern. War im Angebot für 2,69 €, glaube ich. Boah, das weiß ich gar nicht ganz genau. 1,39 €, das ist die Butter, was die Bella immer mag. Die habe ich früher immer gemocht. Aber ich mache ja immer verwürzt, jetzt immer mit Stollen Spice. Und dann brauche ich nicht zusätzlich noch Butter. Dann ist mir das zu viel mit Butter. Und Tirolis für die Bella. Ich mag die lieber wie die hier. Da steht sogar glutenfrei drauf. Das ist ja interessant. Für, als ob in die Wurst Gluten ist. Aber egal. Für 2,39 €. Genau. Und dann ist der leer. Und das war's dann mit dem Einkaufen. Eigentlich habe ich gar nicht viel eingekauft. Ich weiß auch gar nicht, was da so teuer war. Weil im Endeffekt habe ich 86,31 € ausgegeben. Was war so teuer? Ja gut, das Öl, gell? Ja. 3,65 € der Leberkäse. Ich schaue mal, was die größten Zahlen sind. Der Zucker mit 3,33 € und Sonnenblumenöl mit 6,45 €. 4,17 € für die Butter. Also dieses insgesamt, weil du mehr mitgenommen hast. Ja, aber höhere Preise stehen da nicht. Nö. Der Welt. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Über ein kostenloses Abo natürlich auch. Hüpft sehr gerne rüber auf Instagram. Lisa Schnapper heiße ich da genauso wie hier. Da würde ich mich total freuen. Ist sogar unten in der Infobox verlinkt.
Ja, würde mich freuen und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao, ciao.